Ein niederländisches Strafgericht hat drei ehemals hochrangige pro-russische Separatisten wegen des Abschusses des Passagierflugzeuges MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014 mit 298 Toten schuldig gesprochen. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen. Das Flugzeug war damals auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur mit einer russischen Luftabwehrrakete über umkämpftem Gebiet abgeschossen worden. Der Prozess hat 2 Jahre und 8 Monate gedauert. Die Angeklagten befinden sich in Russland und sind nie zu Verhandlungen erschienen. Nur einer hat sich verteidigen lassen. Russland hatte die Mitverantwortung zurückgewiesen und die Ukraine für den Abschuss verantwortlich gemacht.